Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesn der News. Ich sitze hier ganz ungeduldig und warte darauf, dass der Postbote zweimal klingelt, weil der bringt mir heute ein Paket, das ich am Wochenende brauche. Das hätte gestern schon kommen sollen, es wird mal wieder auf den letzten Drücker. Ich hoffe, das funktioniert. Außerdem reden wir über die schlechteste Kamera, die ich seit fast schon immer in der Hand hatte, also wirklich schlecht. Dann Bokeh-Monster von Nikon, was interessant ist von Smallrig und so weiter. Es gibt interessante News bis zum Ende. Ich fange oben an. Nikon hat das Plenar Objektiv vorgestellt, 135mm 1.8 mit besonders schönem Bokeh. 135 1.8 gibt es auch von Canon und Sony. Das ist, als ich noch so eine Phase hatte, wo ich viel draußen Porträts gemacht habe. 135, lichtstark draußen, so ein 2.0er oder 1.8er halt. Da kann man draußen schon echt, ne, Frau im Kornfeld und so weiter, Kinder beim Spielen, Tiere, also Hunde, gerade so springender Hund oder rennender Hund oder so weiter, oder Hundeporträts. Also 135 in sehr lichtstark, nicht 2.8, sondern noch stärker mit Bokeh-Explosion. So, ja, so als Fotograf findet man das toll. Mit dem super Bokeh. 105, sagen manche, 135. Sigma hat da zum Beispiel ja auch interessante Objektive. Also ich habe es nicht in der Hand gehabt, das von Nikon. Interessiert mich aktuell, wüsste ich jetzt auch nicht, wenn das jetzt heute kommen würde, es kommt nicht heute, wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. So, in der jetzigen Phase. Ich habe gerade nicht so eine Phase, wo ich sowas viel mache. Aber wenn ich es dann hier hätte, würde ich da vielleicht wieder reinrutschen. Das ist ja auch so eins von diesen Ausrüstungssachen, oder? Wenn man das hat, gerade wenn man es neu hat, dann muss man es probieren, kommt da rein, hat Spaß an den Fotos und holt sich neue Leute oder Tiere oder so zum Fotografieren. Außerdem gibt es für Nikon von Smallrig. Smallrig ist eine Firma, die baut, kennt man vor allem, ich gucke Smallrig an, Cages, also wo man die Kamera reintut. Ich habe so ein Smallrig Cage auf meiner Sony, deswegen ist es mir ständig vor Augen. Und die bringen Nikon-Batterien mit USB-C. Das habe ich da zum Beispiel in meinem Aufladegerät. Da ist so ein Akku drinne, so ein großer, mit USB-C dran. Das ist zum einen praktisch, du kannst ihn laden über USB-C und hast halt zur Not auch eine Powerbank dabei. Ja, warum nicht? Ich habe nicht geguckt, was sie dann nachher in Deutschland kosten. Vielleicht ist es eine Alternative als Nikon-Akku. Wobei Nikon bekannt ist dafür, dass sie auch schon mal Fremdhersteller-Akkus sperren mit Firmware-Updates. Gab schon mal Nikon, ne? Verstehe ich aus Nikon-Sicht, aber natürlich doof. So, hier steht die OMG 7, das ist die ganz neu, ist neu vorgestellt worden gerade, ist letzte Woche erst rausgekommen. Schlechteste Kamera, die ich seit Jahren, also ich hatte, glaube ich, noch nie so eine schlechte Kamera, also wirklich so eine Frechheit. Per se ist die Idee sehr gut. Das ist im Grunde die TG6, ich weiß, einige von euch haben das und sind jetzt sauer auf mich, weil ich das sage, aber ist im Grunde die gleiche Kamera mit ganz kleinen Änderungen und vor allem der gleiche Sensor. Klingt erstmal gut, Lichtstärke 2.0 durchgängig und eigentlich ganz interessant, die haben... bieten auch Lichtstärke, ich glaube 4 und 5, 6 an, aber da ist ein ND-Filter drinnen eingebauter. Das heißt, du kannst im Grunde die Blende zumachen, du bleibst aber bei 2.0, du machst gar nicht wirklich die Blende zu, sondern hast immer dieselbe, aber es wird ein ND-Filter vorgeschoben. Interessantes Konzept, weil es erlaubt dir zum Beispiel ein bisschen länger zu belichten. So. Aber der Sensor ist so klein wie in alten Handys. Also es gibt neue Handys, die haben größeren Sensor. Und so sieht das auch aus. Das sieht aus wie, ich habe hier an der Halle Überwachungskameras. Ne? Und wenn da also der Postbote kommt, dann sehe ich, dass der Postbote da ist. So kennst du diese Fotos, wo man gerade so kaum erkennt, wer da drauf ist. So sehen die Bilder aus. Also kannst du niemandem anbieten. Ich bin total schockiert. Aber sehr Respekt. Ich hatte tatsächlich mir Testberichte angeschaut. Ich sage jetzt nicht von wem. Und da stand eigentlich drin, ja, eigentlich ganz okay. So, und so hatte ich das auch erwartet. Die Bilder sind halt okay, weiß, kleiner Sensor und so weiter. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, aber nicht so schlecht. Also das ist ja echt eine Frechheit. Das Problem ist folgendes. Ich hatte die Idee, das wäre so die ideale Kamera zum Mitnehmen, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und so, vielleicht im Urlaub etc., beim Wandern, Fahrradfahren, weil die darf auch mal runterfallen, dafür ist sie da. Sie darf halt nicht hinten rauffallen, weil das Display schnell zerkratzt. Muss ich also noch ein Schutzdisplay dazu kaufen. Na gut, kann ich mitleben. Aber jedenfalls habe ich das also auch meiner Tochter auch gezeigt, weil die möchte fotografieren, weil ich fotografiere ständig, will sie ja auch. Aber meine Kamera groß, die kann sie gar nicht richtig halten. Hat sie die da in der Hand, kann sie nicht richtig halten. Ich habe immer auch Angst, dass sie runterfällt und die Bilder werden auch nichts, weil sie die Kamera gar nicht richtig halten kann. Weil immer, wenn sie versucht draufzudrücken, dann kippt die Kamera nach unten und wir haben immer Fußbilder von uns. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre doch eine gute Sache. Ich mache damit Schnappschüsse und meine Tochter kann auch mal. Und ich habe sie meiner Tochter gezeigt. Die hat einen riesen Spaß daran und will jetzt alles, jeden und so weiter fotografieren. Riesen Gaudi. Ja, jetzt kann ich sie nicht zurückgeben, weil meine Tochter da so ein Fan von ist, oder ich weiß es nicht. Also, was fällt OM ein? Also, der Vorgänger ist ein paar Jahre alt. Ja, okay, kann man irgendwie noch drüber denken. Damals waren Handys auch schon besser, aber naja, immerhin. Aber warum haben sie da nicht einen größeren Sensor reingepackt? Weil es gibt ja gute Sensoren für kleine Kompaktkameras. Es gibt Kameras in dieser Größe, die überraschend gute Bilder machen. Die gehören nicht dazu. Sauer. Bin echt sauer. Weil die war auch nicht billig. Ist ja nicht so, dass sie wenigstens, wenn die jetzt ein 100er gekostet hätte, würde ich sagen, na gut, okay, was willst du erwarten, ne? Aber die ist richtig teuer. Frechheit.
keine Frechheit, aber ein Gerücht. Sigma bringt ein 1018 für Sony APS-C. 1018 gibt es von Sony selbst auch. Ja, warum nicht? Das haben sicherlich die allermeisten, die eine Sony A6000 irgendwas haben, werden wahrscheinlich das 1018 oder was Vergleichbares haben. Von Harman gibt es ja auch was. Wahrscheinlich ist das dann vielleicht auch noch Lichtstärke, also wenn das jetzt Lichtstärke 2,8 hätte. Liebe Sigma-Team, schauen wir das gerne mal an. Schick mal eins vorbei. Weil so, wenn das klein kompakt ist und so, Sigma baut ja kleine Objektive, dann die kleine, die super kleine Kamera, nicht die 6700, bin ich ja kein Fan von, weil zu groß, aber der 6400 dann mit dem Objektiv als Landschaftsfotograf, wenn das in 2,8 ist und einigermaßen gut, also Sigma gut, Sigma baut gute Sachen, dann klingt das sehr interessant. Auch interessant ist ein bisschen ärgerlich, DJI Mini Pro 4 ist rausgekommen, das war auch jetzt keine Überraschung, dass sie kommt natürlich. Ich habe mir vor ein paar Wochen erst die Vorgänger gekauft, also die aktuelle im Grunde, die bis vorgestern aktuelle, und tatsächlich noch nicht benutzt, also ausgepackt, einmal übers Grundstück geflogen und zum Wandern, Fahrradfahren und so weiter. Ich habe sie jetzt aber ein paar Mal nicht mitgenommen, wo ich sie halt, ich hätte mitnehmen wollen. Ich wollte sie mit nach Ibiza nehmen, ich wollte sie mit auf meine große Graveltour nehmen und so weiter. Habe ich aber immer nicht gemacht, weil dann irgendwie, die ist zwar sehr klein, aber irgendwie war es dann doch immer so, ja, wie viel benutzt du die? Benutzt ja doch halt auch nicht viel und habe sie doch nicht mitgenommen. Also die ist neuwertig und alles. Und jetzt kommt der Nachfolger, der jetzt nicht wesentlich besser ist, aber natürlich besser ist. DJI macht ja schon jedes Mal Fortschritte. Ich fliege halt kaum mit der Drohne, weil als Ein-Mann-Bude ist es halt immer so ein Riesenaufwand, tatsächlich überraschend schwierig. Wenn du schönere Profilfotos haben möchtest, und damit meine ich Profilfoto im Sinne von der Seite, so, dann ist immer so ein bisschen das Problem, man will ja so ein Batman-Kinn haben als Mann oder als Frau, möchte man ein strammes Gesicht haben und so weiter eventuell. Da gibt's auf TikTok, ist im Moment total in scheinbar, gibt's also eine Frau, die auf TikTok zeigt, wie sie das macht, also total komisch irgendwie, ich kann das nicht. Und sie erklärt, ich verlinke das Video auf TikTok, das kannst du gucken, ohne TikTok-Account zu haben, ich habe keinen Account. Da zeigt sie, wie man das hinkriegt, dass das Kinn halt so ein bisschen knackiger ist und so weiter. Also, aber das kann nicht jeder scheinbar. Zungenakrobatik. Du musst irgendwie den hinteren Teil der Zunge nach oben drücken, damit hier so das alles so ein bisschen hochrutscht. Kann ich nicht. So wie Zunge rollen. Ich kann keine Zunge rollen. Vielleicht, wenn du Zunge rollen kannst, kannst du das vielleicht auch. Ich verlinke das Video. Vielleicht ist es ein Thema für dich. Sieht aus wie ein Frosch bei ihr, weil diesen unteren Teil hier, den kann sie so... Ich sehe das beim Sprechen, spüre ich, der geht hoch und runter. Ne? Also theoretisch kann meine Zunge das, aber ich kann es nicht bewusst steuern irgendwie. Das ist ein 30-Sekunden-Video. Kannst ja vielleicht mal reinschauen. Weiß nicht, ob gut oder schlecht. Meta bringt eine neue Brille raus. Liegt so bei $300, also gar nicht furchtbar teuer oder sowas. Brille mit Kamera drin. Man kann bis zu eine Minute Video aufzeichnen. Und man kann, und zwar mit 12 Megapixel, wenn ich richtig gesehen habe. Also gar nicht schlecht unbedingt. Also Full HD oder sowas halt irgendwie. Oder sogar, weiß ich gar nicht, doch Full HD wahrscheinlich. Ne? Eine Minute. Kannst du direkt live senden. Also du könntest die mit Instagram verbinden und dann könntest du live, wo du halt gerade bist, Live-Stories machen in eine Minute länger, die du live auf Instagram und so mit der Brille und keiner sieht so ein bisschen so. Weiß man auch nicht so richtig, ne? Also irgendwie faszinierend natürlich technisch und das kennst du, ne? Man hat immer mal Alltagssituationen gesagt, jetzt würde ich gerne einmal blinzeln und ein Foto machen oder mal schnell ein Video machen, ohne das Handy aus der Tasche ziehen, weil Situation ist vorbei oder auch zu auffällig. Also faszinierend, aber natürlich auch scary und da bin ich gar kein Fan von. Also es gibt's schon länger, aber das ist ja eben die bessere Version und mit 12 Megapixel kann man schon vernünftige Videos machen eventuell. Ich weiß nicht, wie es nachher aussieht. Ich habe nur die News gelesen und keine Beispielvideos gefunden. Noch wesentlich mehr erschreckend ist, ich verlinke das bei Petapixel, in einer spanischen Stadt ist im Moment so ein Skandal am Laufen. Und zwar gibt es eine App, mit der kann man, nimmst ein Foto von jemandem, der angezogen ist, und in der App wandelst du ihn, dann tauschst du also den Körper aus und dann ist da halt eben ein Nacktfoto mit dem richtigen Gesicht und falscher Körper. Und das ist scheinbar im Moment da in der Stadt am Rumlaufen, weil ein paar Jungs das machen, also Jugendliche, das machen mit halt Mädels aus ihrer Klasse. Die finden das natürlich gar nicht witzig. Und das sind halt überall Fake-Nacktfotos, aber der psychische Schaden für die Mädels ist trotzdem real, ne? Weil da halt überall die Nacktfotos rumgehen und jeder 14-jährige Junge sich das anglotzt. Ne? Also Riesenproblem. Ich habe eine Tochter, wird auf uns auch zukommen. Bin ich absolut sicher, dass sowas auf uns zukommen wird. Und in ein paar Jahren halt auch sehr viel besser als jetzt. Jetzt ist es wahrscheinlich noch relativ offensichtlich, aber demnächst halt nicht mehr. Ja, gesellschaftliches Problem, das wir auch nicht umgehen können. Also müssen nur irgendwie lernen, damit umzugehen. Ne? Also ja, die negative News. Falls dich interessiert das neue iPhone 15, wenn dich interessiert, wie das von drinnen aussieht, verlinke ich ein Video, wo sie das auseinandernehmen, kannst du dir die Komponenten mal angucken, wie das funktioniert mit dem Teleobjektiv und so weiter in der kleinen Kamera von dem Handy. Da ist sie, die neue Retro-Kamera von Nikon. Vielleicht ganz kurz Unboxing, erster Eindruck. Wenn man sie in die Hand nimmt, was sofort auffällt,
Ist das Geklapper hier natürlich. Kann man wegmachen. Jedenfalls, sie fühlt sich sehr hochwertig an von den Materialien her. Ganz anders als die Retro APS-C-Kamera von Nikon. Die hatte ich ja auch schon. Und habe gesagt, das ist irgendwie, die fühlt sich dermaßen billig an. Das ist hier nicht so. Die fühlt sich hochwertig an. Aber sie ist groß. Das ist Nikon Z8. Das ist ein echter Klopper. Und sieht man das ein bisschen? Die ist nicht wirklich viel kleiner. Also sie ist dünner, aber fast genauso hoch. Und im Vergleich dazu die X100T, weil das ist ja die Retro-Serie von Fuji. Die X100V, der Sebastian Meinhold hat eine, der Felix Röse hat inzwischen auch eine, weil er die vom Sebastian so toll fand. Der Matthias Koch will gerne eine haben. Ich kann mich noch zurückhalten, aber wenn ich sie mal irgendwo sehr günstig sehe, würde ich sie mir auch holen. Warum? Weil als Gesamtpaket super klein, kompakt, macht total Spaß, hat aber technische Einschränkungen. Die wird deutlich besser sein technisch, aber sie ist halt so groß, weil jetzt kommt da noch ein Objektiv dazu. Ich werde es ausprobieren, ich werde damit eine Woche rumlaufen und sie jeden Tag dabei haben. Und vielleicht gewöhnt man sich ganz schnell dran. Und es gibt einen Zusatzgriff, unbedingt Griff dazu nehmen. Man kann sie nicht halten, also jetzt schon kann ich sie nicht halten. Ohne Objektiv, mit Objektiv wird es natürlich noch schwieriger. Das, ja, aktuell, wenn du es jetzt kaufst, ganz neu, gibt es den Griff gratis dazu, habe ich, glaube ich, gesehen. Und das verstehe ich, weil ohne macht die Kamera keinen Sinn. Das ist bei Fuji aber auch so. Ich habe hier einen extra Griff dran, weil ohne Griff kann man die Kamera nicht halten. Aber die ist so leicht, dass es gehen würde und die geht nicht. Das Material ist nicht rutschig, aber es ist ja auch kein Leder oder so. Also das geht nicht ohne Griff. Aber sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ich würde sagen, ich stecke mal eine Karte rein, Akku rein und so weiter, spiele damit ein bisschen und dann sehen wir uns in ein, zwei Wochen mit einer ausführlichen Meinung. Bereits fertig ist mein Testbericht zur Panasonic. Die Kamera ist auch schon wieder eingepackt. Panasonic S5 II, mit der war ich ja auf Ibiza und habe ein umfangreiches Video gemacht und sie mir sehr genau angeguckt. Ich bin sehr angetan davon, sehr positiv überrascht, wie viel Spaß das gemacht hat, mit der Kamera zu arbeiten, und die Ergebnisse sprechen, glaube ich, so ein bisschen für sich. Zumindest die, mit denen ich zufrieden bin. Also, tolle Kamera. Schau dir das Video an, falls du liebäugelst, dir demnächst eine Kamera zu kaufen und Panasonic vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast. Nimm die mal rein in deinen Schirm. Also, die haben echt abgeliefert. Und dann noch ganz was anderes. Das YouTube-Dilemma von Andreas Schmitz. Falls du Andreas Schmitz nicht kennst, interessierst du dich nicht für Solartechnik. Der hat einen YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, 250.000 Abonnenten oder sowas, ein Tick größer als ich, noch gar nicht lange dabei. Der macht so Themen rund um Klimaanlagen, Solaranlagen, alles, was so da so zugehört, so quasi selbst Strom versorgen, selbst heizen und so weiter und so fort. Super viele Aufrufe und so, also ziemlich in der Szene ist der super bekannt. Und ich bin mir sicher, einige von euch folgen ihm. Und der ist ganz interessant, der ist an derselben Stelle, wo ich vor ein paar Jahren war. Das Erstellen von den Videos macht ihm Spaß, er möchte das weitermachen, Leidenschaft, aber er verdient kein Geld damit, sondern verliert Geld damit tatsächlich, weil er Zeit, die er da reinsteckt, arbeitet er nicht. Also er arbeitet weniger, verdient weniger Geld, verdient damit kein Geld, also Dilemma. Und er möchte nicht gesponserte Beiträge machen. Das ist immer das Problem, wie verdient man als YouTuber Geld? Gesponserte Beiträge zum Beispiel, das will er nicht machen, aber das ist eigentlich die einzige Chance, die er hat. Eigene Produkte machen, so wie ich das mache. Oder halt eben von gesponserten Beiträgen leben. Das muss ja auch nicht zwingend schlimm sein. Er hat so ein bisschen Angst davor. Lieber Andreas, muss keine Angst haben. Er hat Angst davon, dass die Firmen dann zu viel Einfluss nehmen. Das ist in der Regel nicht so. Also ich mache auch öfter gesponserte Beiträge. Man kennzeichnet das halt und ich bin auch sehr transparent mit. Also Rollei zum Beispiel ist ein guter Kunde von mir im Grunde, weil ich oft bezahlte Videos für sie mache. Aber trotzdem bin ich kritisch und mache auch nur Sachen, von denen ich überzeugt bin. Also wenn die jetzt ein Stativ rausbringen, das irgendwie total Grütze ist, dann mache ich da kein Video zu und sage, das ist toll. Nein, dann sage ich, lieber Felix, das kannst du wieder haben, das will ich nicht haben. Also ne, da muss man halt genug Rückgrat haben, um zu sagen, okay, ein schlechtes Produkt muss man nicht bewerben. Ja, und es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, nicht bei Rollei, aber bei anderen Firmen, dass sie mir Produkte geschickt haben und gesagt haben, ja, nee, also sorry, das schicke ich euch zurück. Mach kein Video. Dann ist das halt so. Da haben die Firmen auch überhaupt kein Problem mit. Also. Und in der Regel ist es auch nicht so, dass sie Einfluss nehmen. In der Regel ist das so, um das kurz zu erklären, in der Regel ist das so, dass die das Video vor der Veröffentlichung sehen wollen. Ich finde, das gehört sich auch aus Höflichkeit. Und das heißt, dann schicke ich denen das einmal zu. Und dann, das hat zum einen einfach auch einen fachlichen Hintergrund. Ich bin eine Ein-Mann-Bude, ich mache Fehler. Ich habe hier kein 10-Mann-Team, das eine Qualitätskontrolle macht, sondern ich mache Fehler. Und ich schicke denen das zu und dann sagen sie, ja, das war aber jetzt irgendwie technisch falsch. Okay, dann korrigiere ich das. Und manchmal muss man mir auch auf die Finger hauen, weil ich so ein loses Mundwerk habe. Und dann, Herr Wiesner, das können Sie so nicht sagen. Und dann gucke ich mir nochmal an und sage, ja, stimmt, das kann ich so nicht sagen. Weil einmal sowas rausrutscht halt, weil ich so locker vor mich hin plaudere. Aber es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass sie sagen, irgendwie, das müsst du irgendwie positiver darstellen oder sowas. Nee, also überhaupt nicht. Sind nicht immer glücklich. Das ist schon so bei mir.
Aber macht ja nichts. So, das so ein bisschen zum Schmunzeln, weil ich in genau dieser Situation war, weil er jetzt überlegt aufzuhören, weil er nicht weiß, wie er Geld verdienen soll. Er wird eine Möglichkeit finden, er wird weitermachen. Und sonst melde ich gerne bei mir, Andreas, wir können gerne mal telefonieren. Falls du meine Videos schaust, wahrscheinlich nicht. Dann Stories der Woche drüber auf zielfoto.com. Da ist zum Beispiel der Sebastian Valenta. Sebastian macht Ghostbuster-Foto. Sehr geschmunzelt. Light Painting. Mit Light Painting hat er so ein Geisterauto gemalt und sich dann als Ghostbuster dazugestellt mit einer Ghostbuster-Pistole und so weiter. Also witzig. Mit der EOS R7. Also man muss da auch nicht eine Profikamera haben, man muss auch nicht eine Olympus haben. Wie ein guter Freund von mir das manchmal behauptet. Behauptet du das nicht, aber nutzt du natürlich. Ne? Also total, total witziges Foto. Ist so toll, wenn man so kreativ sein kann, gerade mit Light Painting. Der Zolak macht ja wirklich auch total verrückte Sachen und ich arbeite total gerne mit ihm, weil er ein netter Typ ist und weil er einfach so total kreativ ist und total verrückte Sachen machen kann. Ich erinnere mich an das, haben wir ein Video zu gemacht, als ich den VW-Bus noch hatte, der Flügel verliehen hat. Meine Frau findet das immer noch eins der besten Fotos, die wir je gemacht haben. War so eine witzige Idee, da haben wir rumgeblödelt und so, können wir nicht mal einen Bus irgendwie zum Pegasus machen? Ja, können wir. Also witzig. Und so in der Art ist das hier ja auch von Sebastian. Also tolles Foto, Sebastian. Und dann der Ulf, Helden der Nacht. Witziges Foto, weil das lebt natürlich vom Kontrast. In klein, beim Durchblättern habe ich gesagt, was ist das denn? Weil man es in klein nicht erkennt, was es ist. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr reinzoomen müssen, immer ein bisschen schwierig bei sowas. Also Pistenfahrzeug, die fahren ja häufig nachts, gerade in der Skisaison, das ist im Winter, da ist es halt einen halben Tag dunkel, die fahren halt in der Nacht rum und dann hast du natürlich einen hohen Kontrast. Aufgenommen mit der Fuji X-T2, also auch eine ältere Kamera, man muss nicht die X-T5 haben, um interessante Fotos zu machen. Gerade sowas ist ja technisch einfach, man muss es halt sehen und dann auch umsetzen können. Also minimalistisch und dadurch halt sehr wirksam. Also wirklich toll gesehen, Ulf. Gratulation dazu. Dann Team Wiesner, bei uns ganz aktuell, sieht man das ja, ne? Zielfoto Tiere Band 3 vom Chris Kauler. Das ist fertig, das geht nächste Woche in Druck, das ist der Probedruck. Das ist soweit gut. Da ist also alles fertig. Da warten wir jetzt nur darauf, dass das Papier dann irgendwann hier einkommt. Das kommt voraussichtlich Ende Oktober hier an. Voraussichtlich wird der Chris Kauler auch herkommen wieder. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das heißt, die ersten Besteller können das vom Chris signieren lassen. Der steht dann hier den ganzen Tag und signiert dir halt die Bücher. Ja, das kommt dann alles in 3 Wochen. Bestellen wir, machen die 2 Wochen. So Mitte Oktober machen wir die Vorbestellung. Da melde ich mich aber nochmal. Wie immer, tolle Sache. Speaking of minimalistisch, haben wir gerade gesehen. Chris macht ja auch sehr viel minimalistisch. Das ist eine Dohle. Ich sehe die Augen hier noch gerade so. Ein bisschen Federn sehe ich da noch, der Schnabel. Also interessante Fotos, wie er das immer macht. Und natürlich auch interessante Tipps. Also hier sind zum Beispiel Tipps zum Fotografieren und dann auch ein bisschen Informationen über die Tiere. Also man hat was zum Lernen, man hat was zum Schmunzeln, man hat was zum, oh, ich will kein Tierfotograf sein. Der macht ja immer. Ist ja meistens nicht so einfach, die Tiere zu erwischen. Und halt eben natürlich ganz, ganz tolle Fotos von dem Chris. Sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk übrigens. Am besten gleich im Dreierband, ne, falls du noch nicht verschenkt hast. Jeder, der sich für Tiere interessiert, freut sich über 3 von den Bänden. Ab zu Weihnachten. Sag halt nur. So, dann die Nikon Retro-Kamera am Wochenende bin ich damit unterwegs, wie gesagt. Und wir sind dran, der Alpentrip war ja ein mega Erfolg, falls du die Videos noch nicht geschaut hast, weil nicht alle von euch haben das geschaut, aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Wirklich gut geworden, versprochen, wirklich gut geworden. Jedenfalls, wir planen natürlich schon Teil 2, das wird voraussichtlich im März erfolgen. Also ich habe gerade gestern das Pitch-Deck fertig gemacht. Es ist so, dass man dann irgendwie Form von Pitch-Deck macht, also ein paar Slides, wo man das Projekt so ein bisschen beschreibt. Und dann pitche ich das bei Canon, Nikon, Fuji und so weiter. Und wenn die uns das finanzieren, dann sind wir im März unterwegs. Es sind ein paar Locations im Raum, noch nicht entschieden, wo wir hingehen, aber wahrscheinlich fahren wir irgendwo hin. Ja. Mehr dann demnächst. Muss das ja ein bisschen geheimnisvoll machen, damit es spannend bleibt. Also es wird eine Fortsetzung geben, da bin ich sehr überzeugt von. So, das waren die Wiesner News. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, bleib gesund. Wir sehen uns nächste Woche da oder übernächste Woche dann zu dem Nikon-Video, je nachdem, wie schnell ich damit durch bin. Ich lasse mir schon ein paar Tage Zeit, aber kommt zeitnah natürlich. In dem Sinne, bleib gesund, tschüss.